jetzt überlegt, wenn ich jetzt anfange. Und eigentlich hat Loriot damit die UdSSR zum Fall gebracht. Das kann man so sehen, definitiv, ja. Gut, dass wir das hier erläutert haben. Ja. Guten Abend, Patrick. Willkommen zu unserem Erfolgsformat. Wie war dein Tag, Schatz? Und ja, hallo, Nico. Auf mehrfachen Wunsch unserer zahlreichen Gäste bin ich heute auch mal im Bild. Danke, ja. Patrick hatte sich ein wenig auf dem Präsentierteller gefühlt, dass er der Einzige war, der hier mit einem Video repräsentiert war, und ich habe ihm jetzt zugesichert, dass er heute nicht allein sein würde. Ja. Und ich bekomme gerade eine Mail hier rein, Orkenspalter TV aus live. Da habe ich jetzt, das muss ich mir angucken. Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, wir sehen uns nächste Woche an dieser Stelle. War ein schöner Stream mit dir. Vielen Dank. Ja, hat wie immer Spaß gemacht. Und wie die letzten Male auch, dachte ich mir, ich spiele irgendetwas Doofes, was ich mich nicht konzentrieren muss, während wir hier labern. Und die Wahl fiel heute auf Svitor. Ist das für dich okay? Ich zieh mal an. Das ist für mich super. Ich ziehe mal eine Lesebrille an, die nicht so spiegelt. Ich habe seltsamerweise zwei unterschiedliche. Ja, du spiegelst wirklich brutal, das stimmt. Ja, die nicht. Ich verstehe es nicht. Das sind beide High-End-Lesebrillen für ca. 2,99 das Stück, aber die spiegelt die andere nicht. Echt? 2,99? Circa, ja. Ich glaube, meine hat 18 gekostet. Die habe ich irgendwo online bestellt. Ich habe einfach die, Bonze. Die Werte eingegeben und sie bestellt. Das ist schon die zweite. Die hält ungefähr dann ein halbes Jahr und dann bricht irgendwas ab. Ich bestelle dir mal 5er Mengen. Du gehst also auch immer schön zum Optiker, wenn du eine neue Brille brauchst. Und nein. Lässt sich nochmal neu vermessen. Lässt sich anfassen. Es ist nur die Lesebrille. Ich habe ja sehr starke Kontaktlinsen noch. Weißt du? Ah, okay. Ja. Da sind ja Leute im Chat. Das war so nicht geplant. Wo kommen die alle her? Ich vermute, die reagieren auf die Ankündigung, die ich heute ausnahmsweise mal für dieses Format gemacht habe. Hast du das denn getan? Ich habe es, glaube ich, nur retweetet. Ich war heute den ganzen Tag wieder mit irgendeinem dummen Zeug beschäftigt und hab nichts hingekriegt. Oh, vielen Dank für das Abo, Oweck Verlag Twitch. Ich glaube, das ist nur ein Reminder, dass ich schon 2-3 Monate dabei bin oder so, kann das sein? Ich habe keine Ahnung, bei mir steht jetzt, dass du gerade abonniert hast, aber es kann... Ich habe gerade nur, das er hat, nö, das ist, glaube ich, automatisch, ne? Und nein, bitte geht nicht wieder, Chocolate Elemental, bleib bitte hier und leistet uns. Es wird schon gefragt, ob der Chat, im Chat, ob wieder gegangen werden soll. Ob gestört wird, aber nein, wir machen das ja doch irgendwie auch schon ein bisschen für euch. Und ich habe völlig vergessen, was ich hier eigentlich gerade tue. Wir wollen aber auch nicht wirklich über das Spiel gehen, sondern über dich. Über wen? Über dich, Patrick Götz vom Oweck Verlag. Aber ich dachte, wir reden über allgemeine Themen. Ja. Ich bin doch. Das auch. Warum über mich? Das ist ja schrecklich. Wie war deine Woche? Durchschnittlich. Das ist eine sehr genaue Zusammenfassung, würde ich sagen, tatsächlich. Wie jede Woche. Es ist alles gleichförmig, Patrick. Es ist immer alles gleich. Ich fand das Wetter schöner diese Woche. Okay, das stimmt. Ich hatte tatsächlich, es war jetzt ein Temperatur, nicht Sturz, sondern Anstieg von über 40 Grad in manchen Gegenden in Deutschland. Bei uns waren es, glaube ich, 30 Grad Anstieg, ja. Also wir waren bei minus 16 und wir sind jetzt... Okay. Das erklärt auch natürlich wahrscheinlich meine Kreislaufprobleme und Kopfschmerzen ein bisschen. Stimmt, ja. Also nicht, dass bei euch ein Temperaturanstieg gewesen ist, sondern der war ja hier auch. Also ich habe tatsächlich die Woche nett, dass die Tür aufgehabt. Draußen war es sonnig und... Die Holzfäller haben Bäume kaputt gemacht. Das war nicht so schön, aber ansonsten frische Luft und warm. Alles gut. Also hat meine Laune verbessert. War also etwas überdurchschnittlich, würde ich sagen, die Woche. Immerhin.
Mir wird von Another One der Plot erklärt des aktuellen Flashpoints hier. Der Plot ist, dass fremde Mandalorianer oder Abtrünnige das Flaggschiff von Shae Vizsla angreifen. Das wusste ich tatsächlich noch, weil ich das vor einer Woche erst gespielt und abgebrochen habe, weil es mir zu langweilig wurde. Es ist nämlich ein reines Geschlachte und ich hatte keinen Bock mehr drauf. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt angemacht habe. Es ist der aktuellste Inhalt von Espeetor, nachdem die Story ja jetzt endgültig abgeschlossen ist, die Story, die sie im Hauptspiel begonnen haben. Ah, ist das so? Sie Das sagen das hat zumindest. aber doch lange gedauert dann, Also oder? Wie lange Spoiler. hat das Spiel? Oh, jetzt. 10 Jahre? Oh, das ist schmerzhaft. Sieht man das? Oh, da bin ich rund von meinem Raumschiff gefallen, hänge jetzt mit meinem Kopf im Triebwerk fest. Oder sonst was. Was? Das ist so ein kleiner Glitch in dem Spiel gerade. Genau, so richtig unterhaltsam ist das nicht, schreibt Another One. Deswegen habe ich es auch nicht zu Ende gemacht. Davor ist, ich spoiler jetzt für die Story von Espeetor. Ich glaube, ich habe den bösen Sith-Imperator zum vierten Mal endgültig besiegt. Diesmal aber wirklich. Ganz bestimmt. Das ist okay. Ich habe das Spiel, als es rausgekommen ist, mal gespielt. Wie lange ist das hier? 10 Jahre, kann das sein? Circa? 2011 kam das raus. Also 10 Jahre, tatsächlich. Ende 2011, Wow. also, ja. Vielen Dank für die Abos an Yoshi Bebop und Doc Wildman. Genau, Weihnachten 11, also ja. Haben wir gerade einen Hype-Train? Wir haben gerade einen Hype-Train. Dank dir. Aber wie gesagt, wir Ja. wollten ja auch nicht über dieses Spiel. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Eigentlich soll es nicht ablenken von dem, was uns Patrick erzählt. Also Hype Train, da muss man ja was machen. Müssen Habe wir? ich Okay. gehört, ja, klar. Ich habe was gemacht. Ich habe auf die Antwort geklickt. Und der Urbeck Verlag verschenkt gerade Stufe 1 Abos an unsere Abonnenten, also unsere Zuschauer. Nicht an eure Abonnenten, hoffe Naja, ich, die haben es ja sondern schon an an unsere mir. Zuschauer, genau. Ja. Dankeschön, Urbeck Verlag. Ja. Man hört vom Spiel Mein gar Gott. nichts, das ist ja in Ordnung. Ist halt, wie gesagt, das ist nur, damit man was anderes sieht als unsere, als Und mal meine Hackfresse irgendwelches und Flüssig. Patricks edles Antlitz. Na gut. Ja. Nein, aber hast schon recht. Im Moment ist natürlich jede Woche einigermaßen gleich. Es gibt aber ein paar Sachen, die diese Woche passiert sind, die anders waren als die anderen Wochen. Zum Okay. Beispiel ist Disney Plus auf einmal interessant geworden. Du hast mich ja, bevor wir live gingen, schon gefragt, ob ich schon die neue Folge von WandaVision gesehen habe. Und Ja. dann habe ich gesagt, ja. Und dann unterbrachst du mich und sagst, lass uns doch da im Stream drüber reden. Ich bin mir aber Yes. sicher, dass wenn wir da jetzt zu ausführlich drüber reden, wir ein paar Leute spoilern und das machen wir. Das wollen wir nicht, ne? Sondern. Und auch wieder, es ist noch zu neu, ne? Man sollte den Leuten eine Chance geben. Wir können ja am Ende dieses Streams kurz drüber reden, aber. Kann ich Fighter Wings auch ein Abo entziehen, auch wenn er es selber bezahlt hat oder so? Modernes Erpressergeld für positive Berichterstattung über den Urbeck Verlag, meinst du? Das ist ein Grund, um das Abo wieder zurückzuziehen, dass du. Also dann musst du gleich bei Twitch anrufen. Ja, Da musst mache du ich jetzt direkt bei Jeff sofort. Bezos. Ich meine, ihr Ja, einen Moment. Großkonzernvorstände habt ja alle wahrscheinlich dir eine Ich habe die Direktleitung. Direktdurchwahl von Hast du dem auf Herrn Kurzwahl, ne? Twitch, Ja. ja, Dann ruf mal genau. deinen Kumpel Jeff an und sag ihm, dass er dem Fighterwings bitte sein Abo. Am besten entzieht er eben komplett die Berechtigung für Abos auf Twitch. Ne? Okay, ja, Wenn ich das so denke ein auch. Problem für dich ist, Ich dass glaube, du das ist die Durchwahl hier 13 dann, kritisch ne? gefragt wird. Moment. Ja. Roleplay is Grade 12 schreibt, ist WandaVision wirklich so gut? Sphärenmeister schreibt ja. Damit ist die Debatte im Das Chat auch schon ist erledigt. die richtige Antwort. Findest du es denn so Natürlich. gut? Ja. Also auch die Frage heute, muss ich sagen, hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Es war die erste Folge, die sich wirklich anfühlte, als wäre das, Eine Marvel? könnte das ein Marvel-Film sein. Also viele Szenen, Einstellungen, die Dramatik kam dem Kino-Feeling schon nahe, oder? Auch wenn es halt keine Action gab oder wenig Action. Ja, aber tatsächlich, dass es davor nicht so aussah wie ein typischer Marvel-Film, ist ja auch klar. Und auch in der jetzigen Folge ja auch dann endlich mal wirklich für jeden erklärt worden, oder? Ich meine. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alle verstanden, was passiert ist. Genau. Also, ich glaube, ich habe es verstanden. Ja, na, wer weiß. Ne? Vielleicht gibt es da ja noch ein Layer, ein weiteres. Das könnte sein, ja. Ja, ich glaube nicht. So komplex sind Marvel-Filme jetzt auch nicht. Ich habe den Flashpoint wieder verlassen, offensichtlich. Okay.
Aber er ist ja auch, wie gesagt, ziemlich langweilig. Ich habe ihn schon mal relativ weit gespielt. Man kämpft sich durch mehrere Schiffe, die alle von Mandalorianern überfallen wurden. Und die Schiffe sind unterschiedlich. Also eins ist ein Luxuskreuzer und das andere ist ein Frachter und deswegen sieht das anders aus. Und ich denke, das ist dann schon die Rechtfertigung dafür, das zu spielen, damit man neue Designs sieht. Zum Beispiel gibt es einen Druiden, der einen Kochmütze aufhat, weil er der Koch auf dem Luxusliner ist. Das war es auch schon. Haben alle Mandalorianer in dieser Erweiterung kleine Pathfinder-Goblins dabei oder so? Das wäre eigentlich ganz schön, oder? Nein? Doch, stimmt. Also können die aktuelle Entwicklung bei Star Wars irgendwie mit einbinden, um hipper oder erfolgreicher zu sein, die Jungs, die das Spiel machen, oder? Also ich kann mir noch keinen kleinen Yoddler-Companion dazu kaufen. Das habe ich noch nicht gesehen. Aha. Wäre der nicht auch ein bisschen zu overpowered dann? Ich meine, Wahrscheinlich, ja. ist ja nicht ein Pet, sondern doch eher was Gleichwertiges zu einem Charakter, oder? Naja. Was Gute auch die Frage. Woche überdurchschnitt, bitte? Gute Frage. Kann man sich ja irgendwie balancen, dass der nicht die Shows stiehlt immer. Also, was war die Woche? Du wolltest die ganze Zeit erzählen, was die Woche jetzt Tolles war und ich unterbreche dich Woche ständig. war definitiv überdurchschnittlich, weil diverse Sachen vom Drucker gekommen sind bei uns. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ist natürlich jetzt was Verlagskram eigentlich, wo es ja eigentlich nicht darum geht, aber hat natürlich meine Woche verschönert insgesamt. Insofern kann ich das ja vielleicht mal erzählen. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade mitbekommen, dass ihr eventuell entweder den hier nicht bekommen habt oder er irgendwo verschollen ist, richtig? Genau, du hast ja die Woche. Wolltest du nicht erstmal erzählen, was vom Drucker kam? Vom Drucker, ja Was gut, kam denn vom vom Drucker, bevor wir. 3D-Drucker, ja gut, was von unserem Produzenten für Miniaturen kam, war halt der Cyber-Heinz hier, Cyberpunk-Heinz, für die Heinz-Con. Das ist ja schon mal was, ne? Ja. Dann haben wir Wege aus Blut und Eisen von Malmsturm, haben wir vom Drucker bekommen. Was wieder ein sehr schönes Buch geworden ist. Ich merke, ich darf nicht Und zu sehr zur Seite schauen, um mal auf den zweiten Monitor zu gucken. Dann sieht man nämlich, dass meine Frisur nur vorne funktioniert. Okay. meine Frisur funktioniert seit vielen Wochen schon nirgendwo mehr. Nee, meine ja auch nicht. Aber es wird noch schlimmer, wenn man mich von der Seite sieht. Ja, verstehe. Deswegen ist auch kein Licht an hier. Das ist eine interessante Idee. Was ist passiert eigentlich, wenn ich hier... Okay, es ist auch kein Licht an, weil die Webcam scheiße ist. Margie hat alle guten Webcams in diesem Haushalt bei ihrem Rechner angeschlossen, was auch sinnvoll ist, weil Das macht ja sie Sinn, ne? auch Ja. mehrere Webcams gleichzeitig benutzt bei den Streams. Und Ja. Was auch ich jetzt endlich bekommen habe, ist der hier. Was natürlich was ist, was so eine Großbaustelle war von uns. Wo ich sehr froh drüber bin, dass das sich Designers and erledigt hat. Dragons. Designers and Dragons. Ist das tatsächlich fertig? Das ja. Es ist ein deutscher Block hier. Definitiv. Den ich jetzt in der Hand habe. Und Das der sind geht. vier Bände plus. Was ist das fünfte? Ich sehe da noch ein fünftes Der Büchlein. fünfte ist der Anhang. Ah. Das ist etwas später wohl auf Englisch rausgekommen. Das ist eher so ein Essay-Themenband, der halt noch nachgereicht wurde. Und den haben wir halt mit in das Crowdfunding direkt reingepackt. Damals. Vor ein paar Wochen, als wir das Crowdfunding gemacht haben. Oder wieder ein Schwert. Aha, ja, ein Ja, paar ne, aber. Dutzend, 100 Wochen, sind es 100 Wochen? Mehr, ne? Nee, mehr. Das ist ja noch, das war ja. Was war das dann? Anfang 2019? Das ist ja dann aus den bekannten Gründen, hat sich das ja dann ein wenig verschoben, beziehungsweise war was schwieriger, das zu realisieren. Ist Aber auch kaputt. ja, was? Dieses Emote ist kaputt. Egal. Ach so, ja. Und was vom Drucker gekommen ist, das auch nicht ganz unwichtig, nicht ganz unwichtige Splittermund-Einstiegsbox. Da habe ich jetzt noch keine hier. Die wird wahrscheinlich morgen oder Montag bei mir ankommen, je nachdem, wie schnell DHL ist. Aber ja, ist sowohl bei uns im Shop als auch bei uns im Lager als auch bei Pegasus angekommen und wird jetzt fleißig gepackt und geht an die Vorbesteller raus und so weiter und so fort. Kommt also sehr pünktlich zur Heinz-Con. Nächstes Wochenende ist die da. Cool.
Ja. Das ist die Box, die dann mit Pegasus zusammen auch im Spielwarenhandel landet, richtig? Das ist der Plan, ja. Ja. Dafür muss der Spielwarenhandel natürlich aufhaben, denke ich. Ja, gut. Und was unterscheidet sich von den bisherigen Einsteigerboxen? Da ist so viel drin wie in 1 und 2 zusammen, ne? Also in den beiden Da ist bisherigen. viel drin, auf jeden Fall. Da ist eine neue Kampagne drin, weil die Kampagne, also die neue Box soll sich auch an Kinder richten und nicht nur an Rollenspieler, die mit Splittermond anfangen wollen. Deswegen haben wir das die Kampagne ausgetauscht, weil wir die etwas dunklere Kampagne mit vielen Untoten dann nicht so passend fanden. Ja, das hat sich was geändert. Es ist mehr definitiv geworden. Es ist, ich glaube, die größte Veränderung ist, also was heißt größte Veränderung? Es gibt überall Veränderungen. Wir haben nochmal was an den Regeln gemacht, also ist tatsächlich nochmal unserer Meinung nach verbessert worden und für Einsteiger sinnvoller gemacht worden. Wie gesagt, andere Kampagne, mehr vorgefertigte Charaktere. Es gibt fünf kleine Solo-Abenteuer für jeden der Charaktere, mit dem man halt als jemand, der sich mit Splittermund nicht auskennt, schon mal ein bisschen über die Welt erfährt oder zumindest die Gegend, wo dieser Charakter herkommt. Und während dem Solo wird auch der Charakter ein bisschen weiter gebaut. Also die Entscheidungen, die man mit dem Charakter trifft, haben Auswirkungen darauf, in welche Richtung dann der Charakter für das Gruppenabenteuer dann angepasst wird. Und was natürlich auch bei ist, ist eine Tickleiste aus richtigem, ja, Brettspielbrettmaterial tatsächlich. Also wie unsere Deluxe-Tickleiste ist jetzt halt auch nicht nur ein Poster, sondern halt eine richtige Tickleiste mit in der Box drin. Und natürlich ein Würfelset. Also alles, was man braucht. Damit es sich wie ein Brettspiel auch anfühlt insgesamt. Okay. Sehr daller Mann schreibt, da waren Teile der Splittermond-Box in meiner Kontüte. Sehr mysteriös. Ja, also das ist aber kein Spoiler auf die neue Mondweinsteigerburg-Einstiegsbox gewesen, sondern tatsächlich Sachen, die wir noch hatten, von denen wir dachten, dass die sinnvoll wären, rauszugeben, haben wir auch in die Kontüten gepackt nochmal. Und das sind zum Beispiel? Das kann ich ja gar nicht genau sagen. Okay. Die Kontüten sind so ein bisschen random zusammengestellt, oder? Also die Kontpakete, besser gesagt. Ich habe ja auch eins bekommen, vielen Dank. Da waren zwei Ja. Tassen drin, also eine für Margie, eine für mich, schätze ich mal. Genau. Und Ich Brettspiele. glaube, ja. Brettspiele, ja. Du weißt, dass wir immer irgendwie komische Sachen in unseren Kontüten haben. Warum sollten wir Ja. das jetzt nicht? Es hat sich nicht geändert, Mir ne? ist das klar, ja. Was heißt, die ist nicht unbedingt random zusammengestellt. Ich denke mal, eure wurde schon speziell zusammengestellt, weil normalerweise nicht zwei Tassen in der Kontüte sind, Ja. zum Beispiel. Da haben wir drauf geachtet. Allerdings normalerweise halt auch eine Eule mit bei. Ich muss Guck noch doch mal mal gucken, lieber. Ja. ob ich die übersehen habe. Ich wusste natürlich nicht, dass da eine Eule drin sein soll, also eine Heinz-Mumie. Was? Wie konntest du das denn nicht wissen? Deswegen kann natürlich sein, dass das einfach von mir. Ich habe die im Karton noch nicht weggegeben. Der muss irgendwo noch sein, Ja. dass ich das übersehen habe. Aber du hast ja eben schon gezeigt, da ist jetzt das Cyberpunk Heinz drin in der Kontüte. Etwas anders als in der Illu. Da hat er ja hier in der linken Hand, also hat er ja nichts in der linken Hand, sondern ist so mit irgendwelchem Virtual Reality-Kram beschäftigt. Das lässt sich aber in einer Miniatur sehr schlecht darstellen, deswegen hat er halt eine Knarre Mann, da habe ich viel bekommen. Scheiß im Inventar. Ich räume das nie Bitte auf. was? Ich habe viel Scheiß im Inventar, ist mir nur gerade aufgefallen. Ich räume das nie auf. Aber du, ja, egal. Ich könnte mir ein Dubex-Steak-Sandwich holen. Ja, Ignoriere mich. okay. Ja. Okay. Ja. Ja. Und das heißt, in den Kontüten kann alles Mögliche drin sein, von Büchern über Brettspiele, aber auf jeden Fall eine Tasse und eine Heinz Mini. Tasse Mini, größeres Brettspiel, Romane. Das kommt doch an, welche, wir haben ja drei verschiedene Tüten. Oder Basis, Deluxe und. Nee, Basis, Bla und Deluxe. Moment. Aha, gut vorbereitet. Also, wir sind sowieso ausverkauft. Also, mache ich doch keine Werbung jetzt Also man kann die auch nicht mehr für. bestellen. Okay, das wäre meine nächste Nee, Frage sind weg. Die gewesen. sind tatsächlich weg. Also, wir werden, weil auch viele Leute gefragt haben, tatsächlich.
Die Tassen nachproduzieren. Mhm. Und wahrscheinlich sogar alle Tassen, also auch die der Jahre davor. Sozusagen. Wir werden es wahrscheinlich möglich machen, dass die Leute Lücken. Ja? Ich habe mich gerade umgebracht. Ach Ich so, bleibe jetzt hier okay. liegen. Ich gucke halt unseren. Ich gucke halt leider nicht in den. Das macht Da gar nichts. liegst du. Ah. Du hast dich im Fahrstuhl umgebracht. Und das kommt dem Bouncer jetzt nicht komisch vor, der Das da. geht den gar nicht. Das passiert sicher ständig. Was für ein dunkles Universum. Vor allem bin ich mit meinem Gleiter da reingefahren, natürlich trotzdem komplett die hunderten Meter In den. abgestürzt, die der Aufzugsschacht umfasst. Ja, jetzt liege ich hier. Ja, unglaublich. Ja, ist ja auch schön. Und jetzt fährt der Aufzug hin und wieder mal hoch und runter und es bewegt Ich sich, was wollte auch ja immer nur, dass sich wegschwimmt. irgendwas bewegt im Ja, Hintergrund. ist doch super. Das passiert, meine Leku, ja, also meine Kopftentakel, gleiten Ja. immerhin mit völlig übertrieben. Ich weiß nicht, jetzt hängen sie in der Aufzugplattform, ja, wenn ich nach oben Ja, fahre. das ist auch sehr Und jetzt fahren wir unangenehm. gleich wieder runter und dann durch die Trägheit, die völlig realistische Trägheit dieses Spiels, sind sie jetzt wieder im Aufwind. Toll. Aber die Tentakel sind nicht so leicht, oder? Wie das hier da aussieht, Also oder? offenbar sind die mit Helium gefüllt in diesem Universum. Ja, schön. Oder mit Luft wenigstens. Ja, Designers and Dragons, das fünfte Buch ist anders, hast du gesagt. Die ersten vier decken jeweils so grob ein Jahrzehnt, beziehungsweise Ein einen Jahrzehnt ab. Trend in dieser Zeit ab. Also von normaler Edo-Fantasy über Cyberpunk, Shadowrun, Vampire bis hin zum, was sind wir eigentlich gerade dann, postmodernen Rollenspielen. Ja gut, das ist ja bis 2010, ne? Insofern Ja, die also. neuesten Entwicklungen sind dann noch nicht mit drin. Wenn der gute Shannon da was machen wird, können wir uns natürlich auch überlegen, das auch noch hinterher zu reichen. Aber ich glaube, er hat sich jetzt eher so auf so weitere Essays und einzelne Artikel konzentriert. Aber ja, tatsächlich, also das ist halt bedeckt ungefähr ein Jahrzehnt ab, wobei das halt nach Firmen sortiert ist. Das heißt, wenn eine Firma in den 80ern aufgemacht hat dann, und da vor allen Dingen Impact hatte, dann ist das im 80er-Band. Da werden dann wohl aber auch die Sachen, die sie danach noch gemacht haben, wenn die relevant sind, halt weiter besprochen. Das Okay. ist eher sortiert nach den Anfängen der einzelnen Firmen und dann halt. Ist der Ton eigentlich okay? Hört man den Patrick gut oder ist er zu übersteuert oder echot er sich bei mir? Sagt bitte Bescheid, falls irgendwas nicht passt. Alles gut, okay. Alles gut, kann auch bedeuten, man kann mich nicht hören. Ja. WandaVision, ne? Aber was ich vor allen Dingen tatsächlich auf Disney Plus jetzt geguckt habe, sind andere Sachen als WandaVision, Dich weil freut sehr, seit. dass da jetzt dieses ganze Stars-Programm mit dabei ist, ne? Das freut mich richtig. Wobei, ich Ich habe ja habe. auf deine Empfehlung mal die ersten zwei Folgen von Cougar Town geschaut, weil du sagtest ja, wenn Ja. ich Scrubs mag, muss ich Cougar Town gucken, weil Das ist gleiches Team und korrekt. so Du musst und. aber auch ein bisschen Geduld mit haben. Okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, nach den ersten zwei Folgen sehe ich ein, dass das eine lustige Serie ist. Ja. Aber. Ich finde das alles. Ich kann mich damit nicht so richtig identifizieren, sagen wir mal so. Mit Scrubs konnte ich das einigermaßen, weil neu in einem Job zu Du halt sein ist ja Arzt unabhängig. bist, Ja, genau. ja. Ja. Neu in einem Job zu sein ist ja immer irgendwie überfordernd und anstrengend. Ich habe übrigens mal ein Jahr im Krankenhaus gearbeitet, das nannte sich Zivildienst. Ich habe zwar niemanden verarztet, sondern nur Popos abgewischt und so, aber trotzdem bekommt man ja Einblick in dieses Leben. Und naja. Ja, und Und auch was, ja. die Midlife-Crisis von Courtney Cox, die, ja, sag mal so, diese Das Frau ist ist 40, ja, die ist nicht viel älter als ich. witzig, ja. Und ich habe nicht das Gefühl, diese Probleme nachvollziehen zu können. Die Probleme, Aber ich die habe auch keinen Kugeltauen, 18-jährigen Sohn. soweit du weißt. Soweit ich weiß, ja. Kugeltown ist nicht dasselbe wie Scrubs Ja, das habe ich vom gemerkt, Inhalt ja. her.
Ja, Das steht ja auch drauf, das sonst ist würde ja eine, Scrubs draufstehen. Ja. das ist, mein, Crooked Town ist eine, meiner Meinung nach eine reine Wohlfühlserie, tatsächlich. Ja, aber das macht sie sehr gut. Mit sehr lustigen Sachen drin. Und das ist halt, die Serie ist nicht, also Scrubs ist ja eine realistische Krankenhausserie, muss man sagen. Ärzte, die ich kenne, sagen, das ist die realistischste Krankenhausserie, die sie kennen. Ich stelle mich jetzt hier in die Unbekommen, der dunkle Ecke. Krankenpfleger ist, sagt das auch, und diverse andere Leute, die er kennt, die da arbeiten, die sehen das alle so. Das ist so, ja. Cougar Town ist nicht annähernd eine realistische Serie. Die haben da nicht wirklich Probleme über 6 Staffeln oder 5 oder 6 Staffeln. Das ist eine Wohlfühlserie, ja. Mit Referenzen und sehr lustigen Referenzen zu Scrubs und Crossovern und Community und was weiß ich was. Und das ist alles ganz großartig. Ich werde immer dunkler hier, ne? Es liegt, glaube ich, an der Sonne, die Es jetzt geht im bei Weg euch ist, ne? die Sonne unter Bei oder uns habt ist es ihr einen jetzt schon ziemlich Strom? dunkel. Ja, wir sind ja hier. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Falls du ein Fenster besitzt, kannst du ja mal rausschauen. Ja, es ist noch was zu sehen da draußen. Ne, Das hier war vor ein ist. paar Wochen um die Zeit noch nicht so. Es wird wieder heller. Juhu. Ich habe aber auch wieder angefangen, Scrubs zu gucken. Schlimm, oder? Ich Also, habe es auch ist mal natürlich nicht. die erste Folge nochmal reingeschaut, und zwar nachdem es kein Brooklyn Nine-Nine mehr gab. Naja, das gibt es ja immer noch. Ja, nachdem ich keine neuen Folgen mehr hatte. Übrigens, Für ich lasse nichts. das mal einfach so, weil das überhaupt nicht scheußlich und schockierend und schrecklich ist, Ja, das ist Bild da. gut. Ja. Mach es doch so, ja. Habe ich nochmal die erste Folge Scrubs geschaut und ist ja jetzt 20 Jahre alt, ne? Ja. Ist immer noch gut. Ich denke, sie würde heute nicht mehr so gemacht werden. Der Sexismus ist schon stark in dieser Serie. Also auch wenn er nur durch die Charaktere und nicht durch Nicht durch die die Macher Meinung der der Leute, Serie die die ausgeübt Macher, ja, werden. genau, ja. Aber ich finde es immer noch super natürlich. Ja, ich, ja. Es gibt auch irgendwie eine Bezeichnung für die Krankheit, dass man immer dieselben Sachen wieder guckt, weil man da zu Hause drin ist. Aber das erzähle ich dir, das kennt ihr aus bei anderen Sachen. Ich habe die letzten Monate, ich hatte ja mich ein bisschen geweigert, das hier weiterzuspielen, Espetor. Wie gesagt, ich habe es zum Launch gespielt und habe es gehasst und habe es wieder abgebrochen nach 30 Leveln. Habe mir immer gedacht, ich gebe ihm nochmal eine Chance. Alle sagten, es wird besser, die Addons machen es besser, es wird leichter, das Grinding fällt weg, man kriegt die Levelpreise quasi geschenkt. Ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht, bevor ich noch nicht nochmal KOTOR 1 und 2 gespielt habe. Das habe ich dieses Jahr gemacht. Ist schwierig. Also man zerstört ja aktiv die guten Erinnerungen, die man an sowas hat. Okay. Wobei KOTOR 1 immer noch ein super Spiel ist. Man durchschaut nur jetzt viel mehr, wie es aufgebaut ist und wie sparsam es teilweise auch zusammengestrickt ist. Und Okay. KOTOR 2 ist immer noch kaputt. Also es war, als es rauskam, kaputt, und es ist immer noch ein unvollständiges Spiel, das sehr gut anfängt. Ich habe nur den ersten gespielt, Ja. aber auch damals, als es rauskam auf der ersten Xbox, habe ich das gespielt. Und ich, in meiner Erinnerung ist das ein unglaublich episches, großes Spiel. Ja, es ist episch, aber Ja. es ist nicht groß. Die Planeten haben halt teilweise so fünf Maps. Und das ist ja immer noch die gleiche Ja. Engine wie Neverwinter Nights, ne? Also die sind auch sehr Ja, beschränkt, klar. Ja. diese Maps. Da ist also gar nicht so viel los, aber irgendwie schafft es das Spiel durch seine Story und generell die Dialoge dir zu vermitteln, dass da viel mehr ist. Das macht es super gut. Während im zweiten Teil Ja. die Bereiche viel größer sind, aber da einfach nichts passiert, weil es nicht fertig geworden ist. Da fehlen die Quests, da fehlen die Charaktere, dafür kriegst du halt am Ende nur noch Gegner vorgeworfen. Und ja, die hatten halt nur Das ist blöd, anderthalb ja. Jahre. Das merkt man an jeder Ecke. Naja. Was macht ihr mit Leuten, die mit Scrubs nie warm geworden sind eigentlich? Ist das jemand im Chat? Ja. Wer ist denn hier mit Scrubs nie warm geworden? Ja. Er brennt ihn. Oh Mann. Ist das wirklich 20 Jahre alt? Muss ich Ja. mich. Ist das wirklich 20 Jahre alt? Nee, oder? Scrubs ist 20 Jahre alt. Oh Gott. Es tut mir leid. Aber es lief ja auch 10 Jahre. Ja, nicht ganz, ne? Oh mein Gott, das lief 2001 an. Es ist 20 Jahre alt. Oh Roleplaying is Gott. great, schreibt Scrubs. War keine gute Serie, nur Dr. Cox war okay. Dann Bitte können wir was? uns immerhin darauf einigen, dass Dr. Cox das Beste an der Serie war. Nicht?
Ja. Ja. Gut. Fraser war sehr gut, schreibt er. Oder sie. Roleplay ist great. Ja, das sind 80er Jahre, 90er Jahre Serie. Okay. Ja, lass uns nicht über Fernsehserien Das ist doch reden die oder Serie, den. in der Beast ein Radiopsychologe ist, oder? Was? Ich habe zuerst X-Men gesehen und dann Frasier. Er spielt Beast in den X-Men. Egal, vergiss, in den alten, also nicht Nicholas Hoult, sondern in den alten Ah, X-Men-Filmen ich wollte spielt gerade er. sagen, Nicholas Holt kann doch, Ja. da war doch dann drei. Ja, Da hat er höchstens, doch, ja. da hat er, glaube ich, was mit einer toten Ente gemacht oder so, aber nicht. Richtig, ja. Immer noch sein bester Film, wenn du mich fragst. Aber. Ach so, du meinst Nein, Mad die Max Fury Fury Road ist Road Nicholas ist. Hoults bester Film. Aber dann Ah. kommt direkt der Tag der toten Ente, genau. About a Boy. Nicht? Ja, doch, das sehe ich. Er ist auch bei Green Lantern das tote Alien am Anfang. Das Ist musst du er? doch wissen als Green Lantern-Film, oder? Fan. Als Green Also Lantern-Film. du als Green Lantern-Film. Also, Ja. Patrick, du bist der beste Green Lantern-Film, den ich kenne. Ist er Armin Zur tatsächlich? Das ist nicht. Ich bin der beste Green Lantern. Ja, gut. Ich meine, im Prinzip ist ja fast jeder der beste Green Lantern-Film gewesen. Ich laufe übrigens einfach nur noch stumpf durch die Gegend. Es tut mir leid, es ist einfach nur. Hey, das ist ein schöner Raketenwerfer, Pixel Warrior. Was? Ach, nichts. Jetzt muss ich doch mal wieder gucken, was du da machst. Also, du bist wieder am Leben. Schön. Ja, ich Das dachte, ist ich lass mich. Es wird doch auf Dauer ein bisschen öde. Also. einfach mit dem Fahrstuhl runterzufahren, ja. Der Green Lantern, ich fand den Green Lantern-Film erträglich. Nein, er ist nicht so schlimm, wie alle sagen, Er das hat stimmt. halt ein paar. Ich muss gerade. Ja, Scrubs ist halt 20 Jahre alt, genau. Und da sind halt Sachen drin, die sind auch 20 Jahre alt. Ja, das ist korrekt. Green Lantern, genau. Der wollte zu viel. Der hat viel zu viele. Der hat halt die ersten beiden Teile übersprungen und wollte, wie traditionell bei dritten Teilen, direkt 87 Bösewichte drin haben. Und aber plus die Origin Story und so weiter. Das war halt totaler Bullshit einfach. Ja. Das war, wer immer das zu verantworten hat, Shame. Das geht nicht. Also Parallax im ersten Green Lantern-Film drin zu haben, ist, was soll das? Albern. Das wäre so, als hätten sie Thanos mal direkt in Iron Man 1 abgefrühstückt oder so. Der Junge aus About a Boy is Beast, fragt Naseweiß. Ja, Ja, ist ja, er. ja, ja. Hat man ihm in dem Alter noch nicht angesehen, dass er mal ein Hollywood-Schönling wird, aber so war's. Er ist Ja, Beast. Nicholas Hoult halt. Ja. Also das stimmt übrigens nicht. Die beste Rolle von Nicholas Hoult finde ich ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nur bei Filmen, aber wahrscheinlich kenne ich es nicht. Skins. Der spielt den ersten beiden Staffeln von Skins mit und das ist wirklich, wirklich eine gute Serie. Englische Serie von Channel 4. Kennt keine Sau hier in Deutschland. Ja, wirklich gut. Sagt mir gar nichts. Wirklich nicht lustig, die Serie. Also teilweise auch lustig, aber es ist halt eine Serie über Jugendliche, deren ihre Probleme, deren Leben und er spielt ein total arrogantes Arschloch. Aber einigermaßen sympathisch, beziehungsweise er ändert, also der Charakter ändert sich realistisch. Die ersten beiden Staffeln lohnen sich von Skins. Danach würde ich sagen, geht so. Aber auch schon was älter natürlich. Der hatte halt, keine Ahnung, wie alt war er da gewesen sein, 17 oder so, keine Ahnung. Also was du hier kaufen kannst, sind Kostüme, die von Mandos aus Mandalorian inspiriert sind. Ne? Hier zum Beispiel Das war keine direkte Antwort auf mich Forge gerade, oder? Master Armor Set. Nee, war es nicht. Ist mir Was? nur gerade eingefallen. Ah, ah. Oder Infamous Mercenary Bundle. Für mal locker Ah. ebenso. Ja, ist reduziert, sonst wird es 6.400 Kartellmünzen kosten. Was, wie viel ist das umgerechnet im richtigen Geld? Man kriegt jeden Monat irgendwie 540 davon für seine Abogebühr, die ja irgendwie 12 oder 13 € beträgt.
Ich glaube, man kauft sie zu einer besseren Rate, aber ich glaube, das sind schon so 40, 50 €, über die wir hier reden. Der Weg. Okay. Ja, gut, aber so machen die halt, so macht man halt Geld mit diesen Spielen, oder? Ja, klar. Es zwingt mich ja keiner, den Quatsch zu kaufen. Ich meine, ich habe meine. Der coolste Sith Lord aller Zeiten, das könnte ich ihm noch kaufen. Hier, diese tolle, komm, das mache ich jetzt, weil ich hab hier noch ein bisschen Was, Geld. was, was? Ich kaufe ihm jetzt die Maske von Darth Nihilus, die hat bestimmt. Oder soll ich ihm das Zane Carrick Armor Set kaufen? Die wenigsten Leute, die dieses Spiel spielen werden, wissen, wer Zane Carrick ist, weil wer liest schon diese alten Comics noch? Das habe ich Ja. übrigens auch gemacht in diesem. Also im letzten Jahr, als ich diese beiden Spiele gespielt habe, nochmal die ganzen Ja. Comics dazu gelesen, die ich damals wahnsinnig gut fand. Und die immer noch wahnsinnig gut anfangen, aber dann völlig konzeptlos werden mit der Zeit, was sehr schade ist. Das ist die eine Sache, die meiner Meinung nach, also abgesehen von Fernsehserien, die jetzt Disney Star Wars besser macht als Lucasfilm Star Wars oder als Star Wars ohne Disney. Comics. Weil Marvel jetzt ja wieder die Star Wars Comics macht. Und ich Ja. liebe die alten Dark Horse Comics. Ja. Wirklich. Wahnsinnig nostalgisch. Ich mag die Charaktere unglaublich gern. Ich finde, die Clone Wars Comics sind so viel besser als die Clone Wars Filme. Also als Attack of the Clones und was da noch danach kam. Aber im Direktvergleich hat Marvel da schon mehr draus gemacht. Aus dem Stoff. Wenn Boah, man sich gehört jetzt sich mal aber ganz auch eine neutral andere Meinung. anschaut, mit ein bisschen Abstand, das war echt wirre teilweise. Und jetzt merkst du, die haben einen Plan, ja? Die haben sich wirklich hingesetzt. Die müssen eine große Konferenz gehabt haben, oder viele Konferenzen, und haben sich überlegt, wie arbeiten wir jetzt 5 Jahre Star Wars Kanon zwischen den Originaltrilogiefilmen auf in einem Run an Comics, der auch jahrelang halten soll. Und das hätten sie halt für die Filme auch mal machen sollen. Aber bei den Comics haben sie es geschafft. Ich habe ein paar damals Dark Horse Comics gelesen, aber das ist 1000 Jahre her. Ich war da nie so drin, tatsächlich. Was ich gelesen habe in den 80ern, ist dieser eine Roman. Wie heißt er? Auf Englisch Splinter in the Mind's Eye. Und ich erinnere mich nur noch, dass ich den nicht total scheiße fand. Das war eine Obwohl er das Fortsetzung zum natürlich. Original Star Wars, bevor Empire kam. Genau. War Ja, der den von gab es auch Alan als Dean Comic, Foster? ne? Kann das sein? Der war von Alan Dean Foster, ne? Ja. Der Autor, der Ich so glaube. viele Filmromane geschrieben hat. Er hat ja auch den Roman zum ersten Star Wars-Film geschrieben. Ja. Ich werde hier ständig geheilt, weil ich irgendwie in so einem. Ach, egal. So, soll ich mal die Darth Nihilus-Maske aufsetzen? Darf nie nix. Darf nie nix. Steht im Chat. Das war nur ein Zitat. Das ist nicht. Hast du die jetzt gekauft? Ja. Aber sie ist nicht noch. Nicht, ich habe das ewig nicht mehr. Wann ist hier was los? Ich habe das ewig nicht mehr gemacht. Jetzt bin ich aber gespannt, wie es aussieht. Mach mal hin Ja, hier. irgendwie. Ich habe vergessen, wie das geht. Es wird mir sicher im Chat erklärt. Wo sind die Tentakel hin? Wo steht denn das Hide-Head-Slot? Wo ist denn das? Auch eigentlich Miras Headband nicht auf, das sieht man gar nicht. Ich habe jetzt einfach mal die normale Rüstung wieder angezogen. Also so sähe er aus, wenn er nicht den. Wenn er nicht Miras Rüstung tragen würde. Das ist ja. So kann man mal rumlaufen, oder? Ja. Da die Galaxis Darth Nihilus längst vergessen hat. Ist das so? Ist ein paar tausend Jahre später, ja? Nee, das ist 350 Jahre später, aber. Es war ja so der war auf dem Cover von KOTOR 2. Und war dann der erste von drei Endgegnern und sehr schnell tot. Also es war halt sehr viel aufgebaut und dann war das ein etwas enttäuschender Kampf. Die Kämpfe waren auch eh alle nur draufhauen, bis er halt tot ist. Also da waren keine intelligenten Mechaniken dahinter. Leider.
Ich könnte ewig über diese Spiele mich aufregen, aber das. Aufregen ist nicht gut. Das will ja keiner. Nein, nein. Atlanta ist auf Star Plus auch übrigens. Die unglaublich gehypte, super erfolgreiche, wohl sehr, sehr gute Comedy-Serie von Donald Glover. Worum geht's denn da? Ich glaube, Musikproduzenten, irgendwas, keine Ahnung, eine Band. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß noch nicht, worum es geht. Ich habe es noch nicht angefangen zu gucken. Muss ich noch tun. Nachdem ich Scrubs, Cougar Town und X-Files nochmal durchgeguckt habe, also 2023 würde ich tippen. Ja, aber die soll sehr gut sein, wie gesagt. Ne? Okay. Also jetzt sind wir damit bisschen... ist halt, Entschuldigung. Nee, du ja, zuerst. Was? Nee, du. Damit ist halt wirklich auf Disney Plus viel mehr als nur eine Star Wars Serie und eine Marvel Serie jetzt vorhanden. Ich meine, das ändert sich ja sowieso auch in dem Bereich jetzt nach und nach, aber jetzt macht das Ding halt Sinn einfach. Hätte für mich aber auch gereicht. Ich meine, die Zeit habe ich eh nicht, da viel zu gucken. Ja. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ins Kino kannst du nicht gehen. Ich war früher problemlos bereit, die umgerechnet im Endeffekt 30 Euro für zwei Leute pro Kinoabend für einen Marvel-Film alle drei Monate auszugeben. Dann kann man jetzt auch ein paar Euro im Monat für eine Marvel-Serie ausgeben. Also, abgesehen davon, dass man Disney eigentlich kein Geld geben sollte. Ja, also sowieso nicht, aber kann ich ja nicht umgehen. Weil ich süchtig bin nach dem Scheiß, würde es mir auch reichen, wenn es nur das gäbe. Aber apropos süchtig nach dem Scheiß, die Heinz-Con ist nächste Woche. Ja. Inzwischen steht das Programm, wenn ich mich nicht täusche. Das Programm steht einigermaßen. Es gibt noch ein paar Sachen, die noch nicht genau stehen oder noch nicht ganz genau zeitlich verortet sind, noch nicht online sind, aber im Großen und Ganzen sind wir so durch, ja. Noch 6 Tage, 21 Stunden, 20 Minuten und 10 Sekunden. Und ihr habt so ein Virtual Reality. Piep! Entschuldigung, ja. Ihr habt so ein Virtual Reality Con-Bühnen-Ding, ne? Wir haben mehrere. Wir probieren einfach mal ein paar Sachen aus. Also, wir haben natürlich den üblichen Discord-Server, wo Sachen stattfinden, Spielrunden sind und so weiter. Wir haben aber auch einen Allspace-Raum oder eine Allspace-Welt, den wir dekoriert haben, wo Leute von uns sind, wo man miteinander reden kann und dem man rumlaufen kann. Wenn man ein Headset hat, also so ein Virtual 3D-Ding, dann ist das wohl auch richtig cool. Habe ich aber leider nicht. Ich auch nicht. Ich habe es mir so im Browser angeschaut, da war es aber auch schon witzig. Ja, und wir haben noch eine 3D-Kunstgalerie auch, wo diverse unserer Zeichner ausstellen sozusagen. Also wir haben da mehrere Sachen zusätzlich zu dem Discord, die wir mal ausprobieren. Mal gespannt, wie das wird. Da ist ein Kinosaal in diesem Virtual Reality. Wie heißt das Ding nochmal? Allspace. Ja. Wird dann in dem Kinosaal auch wirklich der Twitch-Kram laufen? Also funktioniert das? Das haben wir zumindest, weil wir hatten vorgestern nochmal einen Testrun und haben es angeguckt. Da konnten wir dann auch einen Twitch-Kanal laufen lassen tatsächlich, ja. Das ist aber nicht cool. Im Kinosaal, das ist, ich glaube, draußen auf dem Balkon haben wir einen Monitor aufgestellt oder sowas. Mhm. Ja, aber ja. Das gibt's. Und das wird irgendjemand machen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, was technisch sich bei Twitch gerade verändert hat, ist, dass Twitch merkt, dass irgendwo was läuft, aber die Leute es nicht auf Twitch gucken und dann alle 3 Sekunden nervige Einblendungen machen von wegen, guck das doch auf Twitch, hier geht's zu Twitch. Das könnte sein, dass das passiert. Da können wir aber nichts gegen machen. Das ist dann. Ja, ich glaube, Twitch will auch, dass die Views nicht gewertet werden, die von eingebetteten Playern kommen. Das kann gut sein, dass das was damit zu tun hat, ja. Ja, gut. Ja, ich meine, klar, die Werbung siehst du trotzdem. Die wird ja mitgestreamt. Darum kann es eben nicht gehen. Es geht eben darum, die Leute zu binden, damit sie halt danach auch auf was anderem weitergucken oder gucken oder sehen, was halt noch so läuft auf Twitch. Schätze ich mal. Ja, klar. Also, wenn wir auf Allspace halt dann sozusagen eine Leinwand hinstellen und da 20 Leute rumlaufen, die können natürlich, das sind dann 20 Leute, die das auf Twitch gucken, aber nicht gezählt werden können, weil
Wie soll das gehen, technisch, ja? Das ist, also Twitch ist natürlich dann sehr hinterher, dass die Leute einzeln auf Twitch gehen, um Ja, okay, sich das das weiß ich anzugucken. jetzt in dem Fall gar nicht, ob die nicht doch irgendwie gezählt werden können, weil die sind ja. Ist das ein Ja, aber Unterschied, wie denn? ob Das ist das aber in. doch ein Unterschied, ob man in dem Raum auf der Virtual Reality vor dem Monitor steht und das wirklich guckt. Oder auf der anderen Seite der Welt an der Bühne steht und sich da einen Vortrag anhört oder sowas. Wie soll Twitch das denn unterscheiden? Also ich kann mir nicht Ich habe vorstellen, keine dass das Ahnung. irgendwie. Ja, aber Ich meine. das ist ja auch nur eine Spielerei. Also es ist ja nicht dafür da, damit um zu verhindern, dass die Leute auch direkt auf Twitch gucken. Das ist ja wirklich nur mal eine Ich meine, Spielerei, um zu gucken. letztendlich guckst du auf deinem Rechner das Video, ob es über einen Browser ist oder so eine Spielerei, die auch über deinen Browser läuft. Ja, aber du klickst es ja nicht an. Du bist in einer virtuellen Welt, wo irgendwo auf irgendeinem Monitor das Ding Du musst es läuft. auch nicht anklicken, um Nee, das läuft als nee, du einfach. Du musst. hörst. Du Du musst es zuerst. nicht anklicken. Bitte? Wenn das Du, Video. das sind ja mehrere. Ich werde jetzt was sagen, Patrick, Achtung. Wenn das Video irgendwo eingebettet ist, auf zum Beispiel eine Wikipedia-Seite, auf der Wikipedia-Startseite mal ganz hypothetisch, und du siehst es gar nicht, es ist ganz unten versteckt, aber es wird automatisch abgespielt, wenn du auf die Seite gehst, weil es so eingestellt ist, zählt das trotzdem als View? Das versuchen sie bei Twitch seit Jahren rauszupatchen. Ich glaube, vielleicht haben sie es auch geschafft inzwischen, vielleicht rede ich auch Quatsch und das ist nicht mehr so, aber lange war das so. Deswegen glaube ich, dass es auch genauso gut als View von Twitch gezählt werden kann, wenn es in einer anderen Form in einem Browser abgespielt wird. Aber ich kenne mich damit technisch nicht genug aus. Okay, Ich wollte es dann nur nicht komplett ausschließen, dass es das erfasst. kann ja sein. Ich weiß es auch nicht. Es ist nur so, dass dann natürlich 90% der Leute, die dann gezählt werden, gar nicht da sind, wo das gerade stattfindet, das Video, sondern in einem anderen Raum in dieser Welt, um. Ja, das ist oft so. Also bei uns im, Ja. wenn ich sehe, das Video wird irgendwo eingebettet oder wenn es auf der Startseite ist zum Beispiel, das hatten wir bei der Charity-Aktion, da hatten wir 2.500 Leute und die waren alle Ja. nur passive Zuschauer über die Twitch-Startseite, bis auf halt Ah! 200, 300 Leute, die dann wirklich aktiv im Chat waren. Das heißt, die hatten einfach die Startseite von Twitch offen, haben was Genau, die anderes haben das gemacht und da ihr nicht. da. Okay, Die haben das das nicht zählte unbedingt dann, ja. aktiv geguckt, die lief einfach so durch. Okay, ja, das sowas in der Art kann natürlich sein, ja. Das wird jetzt übrigens, wenn das klappt, beim Gratis-Rollenspieltag auch nochmal passieren, aber dann haben wir wohl noch einen besonderen Feature-Slot. Weiß nicht genau, wie das sich auswirkt, aber weil Twitch den Gratis-Rollenspieltag fördern möchte in Deutschland, werden wir dann mit dem Programm am Samstag zumindest auch da auf der Startseite Juhu, sein. sehr schön. Teilweise. Bringt das was? Also habt ihr nach so einem Startseitenaktion-Ding 5 Millionen weitere Follower oder oder auch eine kleinere Anzahl? Also merkt ihr da Peaks, was Follower-Abos, keine Ahnung, was angeht? Weil Ja. Views, wie du ja gerade sagtest, ist ja, kann man wahrscheinlich nicht beurteilen, weil es ja einfach so gezählt wird, aber Follower muss man ja sehr aktiv draufklicken. Also. Ich müsste es nochmal nachschauen. Es hat schon geholfen. Es war jetzt kein Riesenpeak, aber es ist auf jeden Fall spürbar, dass es ja doch was, also nicht was Abos angeht, aber was Follower hatten wir schon Zuwachs dadurch. Ja, ich müsste jetzt wirklich mal in die Zahlen gucken. Ich kann jetzt nur. Nee, muss ja nicht. Hätte ja sein können, dass du das weißt. Ja. Was auch noch überdurchschnittlich war diese Woche, wir hatten ein Splittermund-Autorentreffen, auch virtuell natürlich, mit über 30 Teilnehmern. Seit langer Zeit mal wieder, das war auch Ja, gut. 30 Splittermundautoren. Nee, es hatten viele keine Zeit. Ihr habt viel mehr als 30 Splittermundautoren. Ja, potenziell schon, ja, klar. Das hätten wir nach 2020 schon viel früher machen müssen. Wir haben normalerweise ja früher mal ein bis zwei Autorentreffen gemacht, also in der realen Welt da draußen. Das ging jetzt Ewigkeiten nicht und da hätten wir wirklich früher drauf kommen müssen, dass man sowas mal virtuell macht. Das machen wir jetzt auch wirklich so einmal im Quartal oder so. Das ist sehr gut, sich mal wieder mit Leuten zu unterhalten und die auch zu sehen und so, anstatt immer nur E-Mails. Das war gut. Nur Alkohol trinken und Party machen nach dem offiziellen Teil, das haben wir halt gelassen.
Aber vielleicht können wir das das nächste Mal auch machen. Online. Ich meine, das könnt ihr ja auch so oder so. Also, ihr müsst ja nicht zusammensitzen, um euch zu besaufen. Oder? Nee, natürlich müssen wir das nicht. Wir müssen uns auch nicht besaufen, um ehrlich zu sein. Das ist auch nicht nötig. Aber ja, aber es ist schon netter, zusammen zu grillen, als zusammen alle in einem Discord zu hängen. Natürlich, das schon. Also reale Treffen wären schon mal wieder gut, aber ist halt nicht. Aber gar kein, aber da gar nichts als Ersatz für zu machen, war halt auch blöd. Aber wir hatten halt alle so viel zu tun. Habt ihr denn was Spannendes beschlossen bei dem Splittermond-Autorentreffen, was du hier verraten darfst? Ich meine, wir hatten ja auch, wir arbeiten ja gerade zusammen ein bisschen mit jemand Drittem an einem kleinen Gimmick für Splittermond. Ich weiß nicht, wann wir darüber reden wollen. Wahrscheinlich jetzt nicht hier. Ne, genau. Genau, nicht hier. Nicht wir jetzt. Reden jetzt nicht drüber, aber es wird was ganz Tolles passieren bald. Ja, das ist richtig. Also, da ist jetzt, nein, also das war wirklich, das war jetzt wieder das erste Treffen nach einer Ewigkeit. Das war einfach so Statusabfragen. Wie geht's euch? Was macht ihr gerade? Wo sind noch Kapazitäten? Wer braucht Hilfe bei Projekten und so weiter? Da ist jetzt nicht, wir hatten jetzt nicht in dem Sinn einzelne Workshops, die wir normalerweise über diesen Treffen haben, wo dann neue Projekte entwickelt werden oder so. Das hatten wir nicht. War eher aufarbeiten und mal wieder sehen. Tatsächlich. Und ich habe was, was natürlich auch die Leute interessiert ist, wie geht's der Firma? Das habe ich halt auch. Ich bin da ja sehr freigebig mit Infos dazu, wenn ich also unsere Autoren oder Redakteure auf einem normalen Con sehe oder abends oder irgendwas, dann erzähle ich denen das auch normalerweise. Das ist aber natürlich jetzt auch über ein Jahr nicht passiert. Ne? Und deswegen habe ich mal so einen kleinen Abriss gegeben über 2020 für Splittermond allgemein und so weiter. Habe auch da ein paar Fragen beantwortet, ja. Was wird denn zu Splittermond auf der Heinzcon passieren? Ich weiß, dass es ein Display geben wird. Wir werden die Einsteigerbox ausprobieren. Ursus Explanatoris möchte gerne einen Programmpunkt haben. Kleinen Moment. Dank diesem Drink kann ich 12 Stunden am Stück streamen. Kann ich nur sehr empfehlen. Entschuldigung, ja, was hast du gesagt? Splittermond. Heinzcon. Ja. Ja. Programmpunkte zu Splittermond auf der Heinzcon. Ich kann zumindest sagen, dass wir am Samstag um 8, glaube ich, Splittermond die Einsteigerbox spielen werden und dafür das bekannte Team aus Nicole, Uli und Franz wieder zusammengetrommelt haben. Die Band wieder zusammen. Die Band wieder zusammenbekommen. Nur, dass diesmal Maigi leiten wird. Und nicht Franz. Ja, aber Franz spielt mit dann, ne? Ja. Bitte? Franz spielt mit, ne? Soweit also, ich weiß, spielt er mit, genau, ja. Ja, ja, klar. Ist doch super. Ja, ansonsten hat Claudia natürlich noch ein so Status-Update zu Splittermond und. Also, es gibt diverse Spielrunden und, also diverse Dinge. Was, du bist gerade, ich sehe nicht, was du gerade auf dem Bildschirm machst. Also, ich sehe dich, aber ich sehe nicht. Mach nichts, bist du gerade abgelenkt? Bist du gerade abgelenkt, weil du gerade. Nee. Irgendwas, was machen wir noch? Es wird eine Coriolis-Runde geben. Richtig? Ja, genau. Die wird auch, das ist ein Let's Play oder, ja, ne? Das ist ein Let's Play von Michael Marsberg geleitet. Dann gibt es eins von Tom Finn möglicherweise mit, was spielt er? Supernatural, ein Spiel, das er... Supernatural, ein Spiel, was wir nicht machen. Das wir nicht, genau, ja. Das es gar nicht gibt. Hä? Gibt es das? Als ja, es gibt ein Supernatural-Rollenspiel. Okay, aber das spielt er ja nicht. Er spielt Supernatural mit irgendwas. Ja. Ja, ist doch eine coole Sache auf jeden Fall. Ja. Es gibt diverse Spielrunden. Es gibt hier Thomas Römer hat eine Eclipse Phase-Runde auf Discord. Mhm. Genau, auf Discord natürlich noch viel mehr. Die drei Sachen, die wir jetzt gesagt haben. Das sind ja nicht alle Runden als Let's Plays konzipiert oder als Livestreams. Ich weiß nicht, wie viele, es müssten jetzt aktuell sehr viele Runden online stehen, aber
Ich bin da nicht so in der Orga drin, oh mein Gott. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, Okay, es sind 6, viele. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 30. 5, Someone schreibt, er weiß nicht, ob Tom Finn wirklich irgendwas auf Basis eines real existierenden Spiels spielt, und da hat er wahrscheinlich recht. ja, Tom ich Finn glaube, benutzt wenn immer die ich Tom habe es Finn kurz. Engine. Ich habe es kurz überschlagen. Im Moment sind anscheinend 60 Runden online. Das ist eine Menge. Das, ja, doch. Wow. Und definitiv auch nicht nur von unserem Verlag. Also natürlich lassen wir auch andere Runden zu. Also es gibt auch Dungeon Crawl Classics Runden. Ich kenne auch Nova. Star Trek Adventures von uns natürlich auch einiges. Call of Cthulhu, Tiny Dungeon. Ach, und Sandspiel. Achtung, Cthulhu gibt es einiges. Numenera gibt es einiges. Wesen. Star Wars gibt es noch. Okay. D&D 5. Ja, alles Mögliche. Cthulhu. Okay. Cthulhu. Ist ausgebucht. Schade. Der hätte sie gerne Verdammt. mitgespielt. Bitte? Der hätte sie gerne mitgespielt. Von den Sachen, die ich jetzt überflogen und gelesen habe, tatsächlich hätte mich Pokesolo am ehesten jetzt auch mal interessiert, ja. Ja, gibt's keine Sea-Dracula-Runde? Was ist das denn? Das ist ein Soll bisschen ich schade. aber. Wir haben dieses Jahr keine wirklich alberne, dumme Aktion. Ja, noch nicht. Ich habe ja versucht, ich weiß nicht, ob das, wie viele jetzt da dabei sein werden, ein The Owling Cast Reunion hinzubekommen, über Zoom. Ja. Es könnte sein, dass das eine kleine Runde wird, aber mal gucken. Ein Sea Dracula Display über Zoom wäre natürlich auch super gewesen. Ja. Aber habe ich irgendwie keine Freiwilligen gefunden. Schlimm. Nein, das ist natürlich nicht schlimm, das ist schon okay. Ich habe übrigens keine Werbung für Level Up gemacht. Es war ein ironisches irgendwas ins Bild halten, weil das so vom Chat vorausgesagt wurde. werde nicht bezahlt von Level Up, leider. Und würde ich auch nicht wollen, um ehrlich zu sein. Ja, wir lehnen solche Dinge ja wöchentlich oder manchmal sogar täglich ab. Ja? Also jetzt nicht von Energy Drinks, aber wegen irgendwelcher Computerspiele, wo ich dann von Influencer-Managern Mails kriege, wo es heißt, sie kriegen dann so und so viel Dollar überwiesen, wenn sie nachweisen können, dass sich 10 Leute das Spiel dann runtergeladen haben. Und ja, nee. Okay, kann es jetzt passieren, dass irgendwas ausgelesen wird und ihr jetzt Anfragen von der Firma von Level Up bekommt? Ich Das hoffe doch würde mir nicht. leid tun. Ja, und wenn, dann ignoriere Wirklich. ich die halt, ne? Also Ja, gut, okay. ist nicht schlimm. Das trägt nur zu meinem Amüsement bei. Und ich finde es halt immer interessant, Einblicke in diese Branche zu bekommen. Ich meine, es hatte nicht jeder den Luxus wie wir, dass er sein Treiben auf Twitch und YouTube über Patreon finanzieren kann, beziehungsweise dann auch noch weit mehr Ja. davon finanzieren kann als das. Sondern natürlich gibt es eine Menge Leute, die irgendwie sehen müssen, wo sie bleiben. Und die auf solche Deals angewiesen sind. Ich finde Ja. sie natürlich trotzdem furchtbar, aber ich möchte jetzt nicht generell alle Leute verurteilen, die das machen müssen. Ich gucke es mir nur Ja. halt da nicht an. Ja, ist ja auch okay. Das, Ja. Ja. Dracula, ja. Ja, aber wir haben jetzt noch eine Woche Zeit, irgendwas anderes Dummes uns auszudenken, was wir noch zwischendurch irgendwann Vielleicht hat mal der Chat machen. ja Vorschläge für dumme Programmpunkte auf der 1. Oh Ich ja, habe das wäre gut. ja Also gesagt, dass. Ja? was wir versuchen werden, so zwischendurch auf unserem Twitch-Kanal, ist so eine Art Verkaufsfernsehen-Sache. Mhm. Das ist gut, dass ihr das bei euch macht. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob das lustig genug wird und ironisch genug, dass man das wirklich machen kann oder ob das ganz schrecklich unerträglich wird. Das werden wir sehr schnell rauskriegen und es weitermachen oder es lassen. Das ich habe keine Ahnung. Eine Live-Deponia-Runde wird gerade vorgeschlagen. Wäre wahrscheinlich sinnvoller als die Supernatural-Runde, also
Auswirkungen auf deinen Job angeht. Wobei du Deponia ja auch nur noch als PDF hast, ne? Das gibt's nicht mehr. Deponia ist, ja, haben wir ja nicht mehr. Werde ich Ja, genau, aber. sowas, also Uhrwerk QVC, sowas in der Richtung soll es werden, aber mal gucken, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ich werde ja immer wieder danach gefragt, nach Deponia. Nicht oft genug, als dass ich rechtfertigen würde, das nochmal zu drucken, denke ich, aber es Doch, kommt. doch, glaub's mir. Okay, warum machen wir es dann nicht? Weil wir das nicht dürfen im Moment. Ich glaube, das wäre eine Mail an Carsten Fichtelmann, dann dürftet ihr das wieder. Ja, Bin ich mir ziemlich den sicher. kennt ihr besser als ich, ne? Also, wenn du das machen möchtest, wenn du glaubst, das lohnt sich, dann. Also natürlich ist es natürlich, wir kriegen natürlich nicht 1000 Anfragen oder haben nicht im Laufe des letzten Jahres 1000 Anfragen geguckt, die dann das bedeuten würde, wir können eine Auflage dann direkt an diese Leute verkaufen. Aber wir kriegen viel mehr Anfragen nach Deponia als für irgendwas anderes. Okay. Ja. Und das kriegt man ja Und auch wenn man wirklich das mal sich nirgendwo, ne? Es ist auch nie auf eBay, also ich sehe es zumindest nicht. Ja, also ich denke mal, dass Oh. Ich dachte, das wäre gnädiger hier. Okay. Ach so, du guckst jetzt wieder, du spielst da gerade was. Ich sehe da, wie gesagt, ich Ich sehe fliege das durch ein nicht, weil ich Asteroidenfeld bin. und ich dachte ehrlich gesagt, dass das so sehr auf Schienen ist, dass ich gar nicht dagegen fliegen kann. Aber ich kann Ging doch. aber. Hallo Dodi Ja, also Julian, danke bitte, fürs Abo. bitte frag mal bei den Jungs von Dedelec nach, ob da was machbar ist. Okay, das mache ich direkt. Ich meine, mein letztes Gespräch mit Carsten liegt jetzt wieder Jahre zurück und da meinte er, wir können Das das. ist Ja? halt bei uns, ist das halt nach der Insolvenz. Dann haben sie halt geschrieben, ja, ihr seid hier insolvent gegangen, jetzt können wir das auch mal beenden und so weiter, so ungefähr. Was ich, das ist halt in der Zeit dann auch gesagt habe, ja, macht Sinn einfach, ne? Aber tatsächlich, wenn die jetzt sagen, ja, ihr könnt noch mal Auflage X machen oder sowas, dann wäre ich da sofort dabei. Okay, dann frage ich Hast nach. du Glück? Ja, sehr gerne. Carsten wollte von mir tatsächlich eine englische Version haben. Also er meinte, wenn wir die selber übersetzen, dann. Also er hat mir keine große Gage in Aussicht gestellt dafür. Aber er meinte, er könnte mich dann am Umsatz beteiligen. Und das war mir dann ehrlich gesagt. Also mir war nicht langweilig genug dafür. Deponia ist aber auch, glaube ich, eher auch in Deutschland ein Phänomen, oder? Nee, das ist schon. Also in der Adventure-Szene, die ja natürlich sehr deutschlandzentrisch ist, mit Deutschland ist das Land der Grafik-Adventures. Okay. In der Adventure-Szene ist es ein Begriff und es gibt eine Menge internationaler Fans, auch junger weiblicher Fans, die einfach die Figuren cosplayen. Ich glaube, in Russland ist es ziemlich groß. Okay, und in Nordkorea. Und in Genau, ja. Big in Japan, ja. Na, das wäre ja okay. Ja, also. Aber das ist wahrscheinlich auch schon eine gewisse Zeit her, dass er darüber gesprochen hat. Da ist auch nie was Das passiert, ist lange her. richtig? Ich meine, ja, der Ball war bei mir im Feld und ich hatte dann Ah, einfach okay. andere Dinge zu tun. Dann ging es ja der Delik auch nicht so gut in der Zeit. Gehören die noch zu Bastei oder sind die mittlerweile Die wieder? sind da, soweit ich weiß, wieder raus. Ja. Oder zum größten Teil raus. Ich glaube, denen gehört Bastai gehört noch ein kleiner Teil von der Delik, aber ich weiß es nicht genau. Vielleicht weiß das jemand im Chat. Das ist ein sehr hübsches Asteroidenfeld. Moment, jetzt muss ich mir das wieder angucken. Oh, das ist wirklich schön. Das ist keine Höhle. Eigentlich das, was mir in diesem Spiel fast noch am meisten Spaß macht, merke ich gerade. Gibt es da nicht andere Star Wars-Spiele, die Total. dann das besser können? Definiere Auch besser. neuere? Also es ist ein Rail-Shooter, da fällt mir sonst hier nur Ach Rebel so. Assault ein. Ja, Und das okay. ist ja Das ist dann. schwer zu ertragen heute. Wir reden hier von einem fast 30 Jahre alten Spiel. Ne? Der Ja zweite ist ein gut, klar, bisschen es ist kein hübscher. Weltraumkampfsimulator, ist schon klar, ja. Klar, ich kann natürlich X-Wing spielen, aber da hat man vielleicht nicht immer. Also ich könnte jetzt nicht nebenbei X-Wing oder Squadron spielen, wenn wir hier Nee, quatschen, weil dann klar. müsste ich mich ja darauf konzentrieren. Ja. Also dann frage ich danach und dann machen wir aber auf der Heinzcon trotzdem kein Deponia Let's Play, weil der Nee, das Programmplan haben wir einfach immer. voll ist.
Wenn wir noch ja, irgendwas eben, Albernes machen, dann machen wir es. Bitte? Du zuerst. Ihr habt ja auch schon genug zu tun auf der HeinzCon. Ihr müsst euch jetzt auch nicht noch das noch voller packen, als es jetzt schon ist. Ja. Wenn wir noch irgendwas Albernes machen, dann machen wir es spät nachts, würde ich sagen. Und dann ist es dann wirklich nur dabei. Ein dummer Gag. Ja. Vielleicht fällt uns ja auch wirklich irgendwas ein, was man dann noch spontan mit der Community machen kann, mit möglichst vielen Leuten irgendein lustiges Spiel spielen. Man kann natürlich für Among Us natürlich, wie das jeder spielt wahrscheinlich. Wir können natürlich einfach Uhrwerkbegriffe für Drawful anlegen oder sowas. So was? Es ist so, man muss was bezeichnen und andere müssen erkennen, was es ist. Genau, oder ja. Und dann kann man vorher Begriffe einspeichern, die Uhrwerk-spezifisch sind. Okay. Wir haben Kneipenquiz, glaube ich, ne? Also wir haben sowas. Auf dem Discord, ne? Das ist im Discord, ja. Auf dem GRT werden wir einen Kneipenquiz im Stream haben. Das heißt, vier Leute treten an gegen Moritz Melem. Ja. So wie sich das gehört. Ne? Die vier Leute sind, soweit ich weiß, jetzt Martin von SK Podcast, Mairi, Steffen von Rocket Beans und Meister Umbrium von Nerdpol. Also. Und, aber die spielen nicht gegeneinander, die spielen als Team gegen Moritz. Ja, ja. Man spielt ja als Team. Kneipenquiz, ja. Also. Ja, ja, das ist ja bei uns auch so. Also das ist ja alle gegen das Spiel oder alle gegen Moritz, ja, klar. Und ich hoffe, er ist da sehr in der Lage, sehr unterschiedlich schwierige Fragen vorzubereiten. Mhm. Oder benutzt einfach mal die Fußballerweiterung von Kneipenquiz, die er immer schon mal spielen wollte. Da kommt dann, glaube ich, dein Gewinner dann, oder? Das sollen ja Rollenspielfragen sein. Ach, pappalapapp. Also wenn ich das jetzt nicht völlig falsch verstanden habe, wären das Rollenspielfragen. Ich habe tatsächlich dieses Spiel hier, das Kneipenquiz Fußballerweiterungsdings, und ich habe schon begonnen, es zu zerlegen und die Symbole gegen Rollenspielsymbole auszutauschen. Okay. Es gab nämlich bei Pegasus die normale Version nicht mehr. Ach so, ist das nicht? Ist das die Fußballversion eigenständig? Ich dachte, das wäre eine Erweiterung nur. Okay. Das eigenständig, ja. Was man alles lernt. Benutzen diese Raumstation echt oft für diese Mission hier. Hä? Ist das nicht schön? Das ist schön, ja. Ja, schön ist jetzt schon. Habe ich mal eine schwere Mission erwischt, glaube ich. Okay. Ja, ja, so ist das. Nee, aber ich freue mich schon auf die HeinzCon. Ist natürlich nicht das gleiche wie sonst oben in Norddeich. Ja, haben wir denn jetzt jemanden, der da an Norddeich mal an Deich geht und ein bisschen von dort Eindrücke streamt oder sowas? Das war so ein Wunsch von mir, ob wir das hinkriegen. Ich weiß es nicht genau. Das wurde angesprochen. Ich glaube nicht als live, sondern eventuell vorproduziert. Sieht dann aber so aus, als wäre es live. Kann man also den Leuten da draußen erzählen, dass wir live. Oh, verdammt. Gut, dass die so leichtgläubig sind da draußen, ne? Und uns Medien einfach alles abkaufen. Ja. Ja, das hättest du mir jetzt auch so verkaufen können wahrscheinlich. Ich hätte mich nämlich gefreut, wenn es live gewesen wäre. Ja, aber das Problem ist das Internet da oben insgesamt. Weißt du? Ich verstehe, ja. Ich bin ja selber versucht hinzufahren und ein paar Aufnahmen zu machen, aber das ist natürlich alles... Ihr auch seid nicht so gut. Auch wenn ihr oben im Norden wohnt, wohnt ihr trotzdem drei Tagesreisen von... Drei Tagesreisen, genau, ja. Mit dem Pferd. Circa. Ja. Mit dem Pferd, ja. Ich weiß nicht, da muss ich mit demjenigen nochmal die Tage reden, ob er das noch macht oder nicht. Der ist halt auch mit involviert bei unserem Lager und das ist im Moment halt die Hölle. Ne? Wir haben heute 16 Uwe selber oder über wen reden wir hier? Bitte was? Reden wir über Uwe selber oder... Ja, wir reden über Uwe selber. Uwe Seeler. Wir haben halt... Bitte? Nichts. Was? Vergiss es. Was? Nichts. Uwe Seeler, ja, genau. Wir haben, wie gesagt, Uwe Seeler. Einsteigerbox. Ihr habt die Einsteigerbox? Wir haben die Einsteigerbox angeliefert bekommen. Designers and Dragons, das Mime-Sturmbuch, 16 Paletten,
von den Sachen, wo du schon Fotos gesehen hast, sind jetzt heute angekommen, obwohl die erst nächste Woche hätten kommen sollen. Es gab heute Panikmodus im Lager und alle waren sehr durch, einfach am Ende des Tages. Verstehe. Bei den Paletten waren interessanterweise auch mindestens zwei Doctor Who-Sachen dabei. Die habe ich gar nicht, als ich mir den Beschau dieser Sachen gemacht habe, gar nicht Wir gesehen. gehen jetzt von Ja. den Paletten, die du für deinen eBay-Shop gekauft hast. Das ist ja unter für den eBay-Shop und für Für andere Gelegenheiten. Nerd-Kramladen heißt dein Für den eBay-Shop, ne? Nerd-Kramladen, Wo genau, man ja, Rollenspielzeug gut. bekommt, Filmzeug, Actionfiguren, also Kram, Entschuldigung, mein Rollenspielkram, Actionfigurenkram, Genau, Lego-Kram, alles Kram, genau. Na, Lego nicht so unbedingt so viel, aber. Kleinbaustein-Kram. Oh Gott, sag nicht Lego, sag nicht Lego. Wobei beides im Moment da nicht vorhanden ist. So wird auch der Laden oben heißen, ne? Tatsächlich, Der Nordkramladen, wo Laden, wir da den es auch in gerade sind. Norddeich, ist es in Norddeich direkt? Oder? Nee, das ist in Berumbur, das ist bei unserem Lager. Wie heißt der Ort? Bülbül? Berumbur. Okay. Hört sich an wie eine zwergische Siedlung, ich Ja, weiß, absolut, aber. ja. Norddeutsch ist südlich von hier. Norddeich ist südlich von mir, ja. Ja, stimmt, ihr seid ja Die noch weiter Heinzcon im Nord Norden ist jetzt gewesen. südlich von uns und unsere Heinzcon, die Ja, Hanscon Süd ist im Norden. Heinzcon Süd ist, die ist ja rein digital, wie deine auch, also ist es sowieso alles egal. Ja, die sind beide mehr oder weniger am gleichen Ort, ja. Wird sich das dieses Jahr noch mal ändern? Das halte Oder. ich für sehr unwahrscheinlich. Ich denke, wir werden die Patron Heinzcon, also die Heinzcon Süd, auch wieder als Online-Veranstaltung machen. Außer es wird jetzt doch alles viel besser, als ich es erwarte. Und dann können wir spontan noch was versuchen. Aber ich glaube, wenn das jetzt alles glimpflicher verläuft, als wir hoffen, dann wird es wahrscheinlich genauso schwer, am Ende des Jahres noch spontane Location zu kriegen, oder? Weil dann wahrscheinlich jeder irgendwas nachholen möchte. Das kann sein, Oder ja. die Locations sind bis dahin eh alle schon gestorben. Was Ja, natürlich. im Falle des Hauses des Gastes von uns ist es ja tatsächlich so, ne? Also Die wir machen können ja endgültig zu, nicht. oder wie? Bitte? Die werden nicht mehr Nein, nein, die öffnen. machen nicht. Nein, die haben für dieses Jahr die Etage nicht Ah, okay. gemietet. Das Gebäude gehört ja der Gemeinde, aber der Pächter ist halt derjenige, der da das Restaurant hat und die Eisdiele unten und so diese Sachen halt. Und der hat halt gesagt, 2021, also selbst wenn wir da eine Con veranstalten wollen und es würde theoretisch gehen, er hat das ganze Jahr die Pacht, also das nicht gepachtet, weil das zu viel Geld ist und er nicht weiß, was passiert und so weiter. Ich Wir hatten ja auch denke, am Anfang noch überlegt, die nicht digital zu machen und haben ja auch andere Locations gesucht, also wirklich ganz am Anfang der Planung für dieses Jahr. ja, also gut, dass das nicht so Als man kam. noch so naiv war, Ja. zu glauben, dass eventuell wir ja Glück haben und keine zweite Welle kommt. Lol. Aber das haben wir natürlich dann auch sehr schnell fallen gelassen, diese Planung. Auf was freust du dich denn auf der digitalen Heinzcon, trotz aller Einschränkungen? Ich freue mich insgesamt sehr auf die Con, weil es jetzt auch tatsächlich nach längerer Zeit keine Online-Con gewesen ist. Es war halt letztes Jahr teilweise ein bisschen zu viel und dann war es doch sehr anstrengend, aber das ist jetzt, war glaube ich, jetzt eine längere Pause. Wann war die letzte Conspiracy? War das November oder so? Kann das sein? Oder war dieses Jahr schon eine? Ich Nee, habe. die ist ja. Jetzt im März ist halt eine, 2 Wochen nach der Heinzcon. Ich Ja, glaube. das ist klar, aber. Ich glaube, die war die im November? Ja, das kann sein. Im Dezember war Ja, sie ne, nicht, dann. ja. Und dann, da ist halt, seitdem war halt nicht groß Es was, waren ja ne? Wir hatten. vier Conspiracies letztes Jahr, deswegen habe ich da ein Ja. bisschen den Überblick verloren. Da waren auch die Spielemesse und die digitale Feencon haben wir noch mitgemacht, die meinen Nordcon. Würfelcon. Nordcon waren wir nicht beteiligt. Ja, schon. Dreieichcon war ich auch War auch kurz. gar nicht beteiligt. Ja, nicht und gar nicht, ja. Ja, Ja, genau. aber auf jeden Nordkammer Fall, war es nicht gab halt. beteiligt und Dreieich war gar nicht beteiligt. Also das hat sich natürlich jetzt auch nicht gleichmäßig verteilt über das Jahr, sondern war halt alles im Sommer, Spätsommer so ungefähr und da war es halt was viel. Aber das jetzt mit der Pause November bis März ist jetzt wieder so lange Zeit vergangen, dass ich wirklich Bock habe.
Modcon, Wieder ein Modcon Wochenende. war noch, ne? Da waren wir Bitte? beteiligt. Die Modcon, also die Modifius Online-Con, da war Miyagi Ah, noch okay. eingebunden stark. Und natürlich die Gamescom. Wir hatten auch Die an Gamescom. die Ist sie an Gamescom, mir vorbeigegangen, da tatsächlich. hat sie ja wieder Cosplay Village moderiert mit Tommy Krapfeis, hat es auch schon wieder eine Anfrage für dieses Jahr. Okay. Digitales Spiel hatten wir gesagt. CCXP wollte eigentlich auch was Digitales machen dieses Jahr, aber da habe ich gar nichts mehr gehört. CCXP die hatten mich mal angerufen letztes Jahr dann Ja. oder Anfang diesen Jahres, Ah, okay. weil die neuen Mann hatten, der da die Orga gemacht hat. Und was ich meine, und weil ich auch aus Köln bin und so weiter und Sachen abgefragt. Und kurz darauf haben sie sich aber entschieden, keine CCXP dieses Jahr zu machen. Ah, Oder auch, siehst das bezog sich also auf die Reale in der du. Messehalle, ne? Ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist insgesamt dann für dieses Jahr einfach nichts, Mir haben meine sie eine ich. Mail geschrieben und gesagt, sie wollen so eine Online-Veranstaltung machen, ob wir uns da beteiligen Also. wollen. Ich habe gesagt, ja. Dann hieß es, okay, dann schreibt Dingskirchens an. Ich habe Dingskirchens angeschrieben, dann kam nichts. Dann habe ich vor ein paar Wochen nochmal Dingskirchens angeschrieben, aber Dingskirchens hat mir nicht mehr geantwortet. Vielleicht ist Dingskirchens ja auch jetzt raus im Zuge der von dir erwähnten Änderung des Personals. Aber Dingskirchens hat ja überall seine Finger drin, oder ihre. Das ist ja. Ne? So ein Dingskirchens. Stimmt, ja. Ja. Also ich weiß wirklich nicht mehr, mit wem ich gesprochen habe. Was gab's noch? Ja, genau, wir hatten noch die Anfrage für die Comic-Con, die digitale, zu Ah. moderieren, also Maigi. Und das wäre aber dann auch vor Ort in einem Studio gewesen in Hamburg. Und nicht alles nur über Zoom, deswegen haben wir gesagt, nee. Oh, okay. Ja. Lieber nicht. Also, das hatten wir zwar bei der Gamescom auch, dass wir in einem Studio waren, aber das war so. Also, Maigi, ich war nicht dabei. Das war ja so groß, das war so ein Schwimmbad. Und sie haben uns zugesichert, dass sie da ganz sicher alles tun werden, um auf Sicherheit zu achten. Ständig durchlüften, alle tragen Masken und sowas. Und da haben wir das dann mal riskiert, ausnahmsweise. Auch wenn man in dem Video, in dem Streams auch sieht, wie Maike immer versucht, aus dem Bild zu glitschen, weil die Leute zu nahe kommen und dann rennt sie fast schon aus dem Kamerawinkel raus. Aber das haben sie dann, glaube ich, im Verlauf dieser 3 Tage dann hinbekommen, darauf zu achten. Ja, stimmt, die Spiel war auch noch. Aber Online-Conventions sind gut und nett, aber es sind kein vollwertiger Ersatz halt Auch was für. deinen Umsatz angeht, nicht, nehme ich an. Nee, gerade die Spiel. Also, das ist. Ja, aber besser als keine Con zu machen, schätze Ja, ich mal. natürlich ist Ja. es besser als nichts. Ja, genau. Aber es ist auch besser. Als in der Welt da draußen richtig gut Umsatz zu machen und danach ist man angesteckt und hat 20 andere Leute angesteckt. Das ist auch scheiße, natürlich. Ja. Insofern, es macht alles Sinn, ja, dass da nichts stattfindet. Aber wenn ich jetzt FDPler wäre, würde mir das alles nicht so gefallen, sage ich mal. Aber das bin ich ja nicht. Aber davon bist du weit entfernt, wie wir wissen, ja. Ja. Aber die Wirtschaft, ja, genau. Ob es Neuigkeiten zu den speziellen Pen Papers von FFG gibt, ich nehme an, in Bezug auf Star Wars. Legend of Five Rings und Star Wars, oder? Machen die noch was anderes? Nö, ne? Also bin ich jetzt natürlich. Bist du da oder ich da irgendwo Nö. involviert? Nö, Nee, ne? leider Nö. keine Ahnung. Ich, Ich kenne den Chef von Edge. Von vor ein paar Jahren. Mehr kann ich nicht. Mehr Kontakt. Was ist nochmal Edge? Edge ist eine spanische Rollenspielfirma, die natürlich auch irgendwann von Asmodee gekauft worden ist. Also Natürlich, ja. Wann die wirst du sind denn von von Asmodee Asmodee gekauft gekauft? worden, weil sie halt nicht nur Rollenspiele gemacht haben. Die waren auch ein großer Player im Brettspielbereich oder sind es immer noch. Okay. Und jetzt ist sie, glaube ich, das Rollenspielstudio von FFG oder Asmodee oder was weiß Ah, ich. Ist ja alles okay. das Gleiche. Du hattest ja noch, End of du the hast Road, noch Star stimmt, Wars Zeug im ja. Shop, oder? Du hast noch Macht Bitte. und Schicksal oder Force Awakens Kram irgendwo rumliegen, wenn ich mich nicht täusche. Force Awakens Einsteigerboxen und Macht und Schicksal Grundregelwerk und glaube ich, ja. Ich glaube, mehr ist es auch nicht mehr, oder? Vielleicht noch Spielleiter-Set von Macht und Schicksal, ich weiß nicht. Aber das ist ja nicht von uns. Das haben wir ja nur aufgekauft. Das ist ja reiner Einzelhandel. Da. Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Star Wars weiterzumachen auch eher, also oder Star Wars zu machen auch eher sehr anstrengend ist, in einer anderen Sprache, ja, das Approval durchzukriegen. Ich merke es ja jetzt bei Star Trek auch, dass das nicht so einfach ist. Nein, doch, es ist, was heißt nicht so einfach? Es ist etwas langwieriger als bei anderen Lizenzen einfach. Einfach ist es schon, ich glaube, bei Star Wars oder bei anderen Disney-Lizenzen ist es halt einfach noch um Faktor 10 schlimmer, was man so hört. Maike schrieb mir gerade, sie ist fertig mit ihrer Arbeit für heute. Ist das nicht toll? Ja, natürlich. Das heißt, wir könnten sie entweder noch dazu holen oder sie übernimmt und spielt ein bisschen Elder Scrolls. Zumindest mit der Übernimmt für mich. Community. Sie übernimmt dann für mich, richtig? Also Ist die, ist die, insgesamt. ist die Frage, entweder wir kommen zum Schluss hier und wechseln. Es ist heute unser Community-Tag eigentlich. Ne? Wir hatten ja schon ein bisschen über unseren Discord mit den Leuten gespielt. Für alle, die es nicht wissen, es gibt einen Ockenspalter TV-Discord, der ist allerdings rein intern. Und da hatten wir lustige Jackbox-Spiele mal wieder gespielt. Normalerweise versuchen wir an solchen Tagen immer einen internen Stream anzubieten, wo Malge ein Pen-Paper-Abenteuer leitet oder eine Folge einer D&D-Kampagne mit wechselnder Besetzung, die dann unter den Patrons ausgelost wird. Aber heute war das nicht möglich, weil Maggie noch zu viel zu tun hatte. Und deswegen habe ich für sie übernommen mit einem Schalenersatzprogramm. Und da Kann man wohl Maggie. sagen. Das kann man wohl Das sagen, kann man Leute. mal sagen. Ja. Und da Maggie jetzt ja wieder Zeit hat, könnte man zumindest sagen, wir spielen noch ein bisschen mit unseren Supportern Elder Scrolls. Oder. Maike hat ihren Namen wahrscheinlich gehört und kommt jetzt hier rein. Ich habe meinen Namen gehört. Ja, wie machen wir denn jetzt weiter, Ja. Maike? Das ist eine gute Frage. Ich finde, die zwei sollten was essen. Ich habe hier eine Kamera an, sage ich nur. Ah, okay. Auch wenn hier kein Licht ist. Was Oh, essen, okay. hast du eine Kamera an, wenn dich niemand sehen kann? Für Patrick. Ah, verstehe. Nur für mich. Hallo Patrick. Hallo Ich bin dafür, dass Mari. wir was essen. Was essen muss Und ich auch noch, ja. ja, dann habe ich habe tatsächlich jetzt wieder ein bisschen Zeit, Ja. auch noch was zu spielen. Ich habe die Sache jetzt fertig geschrieben, die ich abgeben muss. Und morgen zumindest Du zum darfst großen Teil drüber vorbereitet. reden, was du ab Ja, ich habe was. für Steamforge Games das Modul, das sie freigeschaltet haben über Crowdfunding, fertiggestellt gerade. Also in der ersten Durchgabe. Es gibt wahrscheinlich dann von ihren Seiten wieder irgendwie Rückfragen oder sonst irgendetwas, aber ich habe es jetzt soweit fertig. Und es enthält Pinguine. Ein Bardsang-Abenteuermodul, Mit Pinguin. also ein Pinguin. Dungeon-Crawl-Abenteuerchen mit Pinguinen. Okay. Ja. Das wird ein paar Leute sehr freuen, glaube ich. Ein paar Ja. wenige. Sagen wir so, die Leute von Steamforge Games selber haben so oft Pinguin erwähnt in der Vorbesprechung, dass ich mich fast gezwungen gefühlt habe, das tatsächlich dann auch umzusetzen. Dann würde ich doch vorschlagen, dass wir Maggie jetzt füttern. Oder, Maggie? Ich bin dem nicht abgeneigt. Warum siehst du aus wie Darth Ich Nihilus? habe mir diese Maske gekauft. Okay. Und jetzt starre ich hier von der Brücke in die Schwärze des Alls, wie es sich gehört, für den Träger dieser Ja. Maske. Aber bist du nicht eigentlich ein Twi'lek? Wer sagt denn, dass Darth Nihilus kein Twi'lek war? Wir haben ja Sehe nie ich da erf keine Tentakel? Ja, die Keine. Das habe ich auch Maske. schon gesagt. Das habe ich auch schon Die habe ich gesagt, mir ja. hinter den Kopf zusammengeknotet. Das tut sicherlich sehr weh. Wir haben ja auch gemerkt, dass die hohl sind. Ja? Da ist ja nur Luft drin. Das erklärt die Physik. Also eigentlich werden da ja auch Erinnerungen gespeichert in den Lekku, aber wenn du oft genug was vergisst, ist da vielleicht nichts mehr drin. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Also Ist ja auch in egal. meinem Lekko ist Bärchenwolle. In Maigis Lekku ist Bärchenwolle, das stimmt, das kann ich bestätigen. In denen, die sich fürs Lab gebaut hat, hat sie Bärchenwolle reingetan. Für die Konsistenz auch ganz okay, denke ich. Sie hat ein paar Teddybären ausgenommen und Du die kannst die in auch die. so extra kaufen. Ich musste keine Plüschtiere dafür schlachten, Patrick, zu deiner Beruhigung. Das sagst du so, ja. Klar, würde ich jetzt auch tun. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Der Mann ist misstrauisch mir gegenüber. Ich, ja, aber. Also, wie heißt das Zeug? Diese Stopfwolle. Das heißt, wir Bärchenwolle. Sie brauchen heißt jetzt, das heißt, wirklich wir so. brauchen jetzt auch für die Monsterjagd Plüschs gar keine Teddybären jagen und
töten, sondern Wo jagt man den Teddybären? Wo ist denn das natürliche Habitat von Teddybären? In Studebakers. Ist das nicht Australien? Ja, am ehesten noch. Okay, ich glaube, es ist der Punkt, wo wir das für heute beenden. Ja. Die Monsterjagd-Plüsch sind gar keine Plüsch. Wir haben einfach 20 Quokkas erschossen und ausgestorben. Okay, jetzt gehen wir zu weit hier. Das geht nicht. Sagte man, Quokkas sind auf jeden Fall geschützt. Ja, definitiv. Also nicht nur offiziell, sondern auch durch uns und Hans. Ja, genau. Ja, das ist volle Zustimmung. Frage, kann man die Teddybären Plüsch-Leku als Vierer-Set auch verwenden, um Mindflayer-Cosplay zu machen? Ich glaube, du hast nur eins, deswegen wird das schwierig. Ich habe nur ein paar Leku und dann habe ich noch einmal ein Dreierpaar mit Montral, also das, was die, nicht die Twi'leks, Togruta. Togruta auf dem ja. Kopf haben. Also nein. Nein, ich möchte nicht. Das wäre auch ein sehr bunter und sehr fleischiger Tentakel für Mindflayer. Ja, dann für alle, die dort unterwegs sind, bis gleich vielleicht in einer Stunde oder so auf dem Discord-Server zum Quatschen und Elder Scrolls spielen, wenn Maggie. Ja, ich denke. Du hast signalisiert, dass du Interesse hast daran. Ich hätte Interesse, noch irgendwas zu zocken heute. Okay. Nachdem ich jetzt mehrere Stunden schon auf Bildschirme gestartet und geschrieben habe, kann ich jetzt noch mehrere Stunden auf Bildschirme starten. Du weißt auch, was du morgen bei Cyberpunk machen wirst. Ja. Okay. Morgen um 16 Uhr sind wir nämlich wieder hier und dann reden wir zuerst mal mit ein paar Einzelhändlern über ihre Lage gerade in der Corona-Zeit. Das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht, ungefähr zu dieser Zeit, etwas später im Jahr. Und das ist ja ein Thema, das nicht weggegangen ist, das ist eher schlimmer geworden ist und deswegen eine Neuauflage. Ab 17 Uhr spielen wir Humblewood mit unseren Freunden von Ben & Paper, Orkig im Geschmack und Stefts Hörspiele. Und danach um 20 Uhr wird Maggie die Einsteigerbox von Cyberpunk Red ausprobieren. Mit vorgefertigten Charakteren und einem kurzen Abenteuer, das irgendwie auf dem mitgelieferten Abenteuer basiert oder auch vielleicht nicht. Mal gucken. Das ist das mitgelieferte Abenteuer. Okay. Das ist relativ locker davon, was man damit machen kann. Und ich denke, da können wir auf jeden Fall mal die Regeln zeigen, wie es funktioniert. Toll, dann machen wir noch das. Mhm. Das ist der Plan. Hört's gut an. Gut. 16 Uhr war das mit den Händlern, mit den Einzelhändlern. Genau, das wird auch nur ein lockerer Talk, also wir haben da jetzt kein komplexes Konzept dafür. Wir fragen einfach, wie läuft es denn bei euch, dann sagen sie Scheiße und wir sagen, oh, schade. Das ist wahrscheinlich die kurze Zusammenfassung. Ja. Würde ich mal tippen, ja. Oh Mann. Oh, ich schätze, dann heißt das jetzt erstmal Tschüss, ihr. Und dann passt auf euch auf und vielleicht bis gleich. Genau. Danke für die Abmoderation, Maggie. Ich drücke auf den Knopf. Tschüss.